Manche Menschen ziehen ja einer Ehe eine eingetragene Partnerschaft vor. Sie sagen, naja, die eingetragene Partnerschaft ist sowas wie eine Eheleid. Und sie glauben auch, dass es da verringerte Treueverpflichtungen geben soll. Aber stimmt das eigentlich wirklich? Also tatsächlich ist es so, dass man im Gesetz über die eingetragene Partnerschaft das Wort Treue vergeblich sucht. Es ist also keine Pflicht zur Treue festgeschrieben, bei der Ehe schon. Aber bei der eingetragenen Partnerschaft gibt es eine Pflicht zur Vertrauensbeziehung. Und vor kurzem hat sich der Oberste Gerichtshof in Österreich mit der Frage auseinandergesetzt, wie das jetzt eigentlich ist bei der eingetragenen Partnerschaft. Und zwar war da ein Paar und da hat eine Person hat ständig außereheliche Beziehungen unterhalten und zwar auch weiterhin, nachdem die andere Person schon gesagt hat, also dass das sehr kränkend ist. Und danach gab es dann noch außerehelichen Verkehr im Ehebett sozusagen. Und der Oberste Gerichtshof hat dann ganz vereinfacht gesagt, unabhängig davon, ob es jetzt im Gesetz steht oder nicht, so ein Verhalten, dass man ständig außereheliche Beziehungen unterhält, ist auch in einer eingetragenen Partnerschaft nicht akzeptabel und das widerspricht dieser Vertrauensbeziehung.